Morgen, meine Lieben. Wir sind schon ganz früh heute unterwegs. Wir haben eine, ist das eine Vorladung zur Polizei? Ja, ich weiß, dass die wackelt. Die nickt die Kamera. Oh, echt jetzt? Auf die Straße fahren einfach. Ja. Ich die Kamera noch schnell umdrehen muss. Also, wir müssen heute zur Polizei. Wir haben eine Vorladung bekommen für den Vorfall, was ich euch erzählt habe im Park, wo wir mit dem Messer bedroht wurden. Da kam ja dann auch die Polizei und hat das alles aufgenommen und die wurden gesucht, die Täter. Und jetzt müssen wir halt zur Polizei unsere Aussage nochmal machen und vielleicht müssen wir auch diese Karteikarten gucken, um die zu identifizieren. Keine Ahnung, diese Bilder da vorgezeigt. Ja, das hat die Polizei zumindest gesagt, als sie da den Abend zu uns kam, dass es sein könnte. Ich wüsste beim besten Wissen nicht, glaube ich, würde sie noch gar nicht wiedererkennen. Also ich würde sagen können, ich könnte wohl sagen, so ungefähr sahen die aus, aber ich würde da jetzt keinem... Ja, ich darf als erstes rein, wir müssen, soweit ich weiß, getrennt rein und danach ist dann halt Bernd dran, obwohl ich immer noch glaube, das wird zu nichts führen, die werden keinen finden, weil wir ja halt auch gar nicht sagen können, wenn der jetzt nicht wirklich live vor mir steht. Selbst dann wüsste ich nicht, ob ich den erkennen würde. Ah doch, wenn die live so wirklich vor einem stehen. Dann müsste ein Messer in der Hand nehmen, dann vielleicht. Ja, keine Ahnung, ich lasse das jetzt auf mich zukommen. Erst war ich total so ein mulmiges Gefühl, als ich einen Brief von der Polizei bekommen habe. Ne? So was haben wir verbrochen. Kriegt man ja auch nicht jeden Tag Post von. Wir nicht. Wir nicht, nein. Und dann, ach ja, die Vorladung. Ja, ja, wären wir mal einen anderen Weg gegangen. Ja, wären wir mal einen anderen Weg gegangen. Bernd hat von Anfang an... Geht vom Schlafen. Bernd hat von Anfang an gesagt, lass einen anderen Weg gehen. Ich wollte dann, warum auch immer, doch da lang. Aber wegen Nerven im Leben. Nein, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich auch nicht da lang gegangen. Ja, jedenfalls für unsere Verhältnisse sind wir sehr früh unterwegs, denn wir dürfen ja schon, also ich darf jetzt schon seit 4-5 Wochen sehr lange schlafen. Bernd sagt sogar seit 6 Wochen. Die 6. Woche. Ist die 6. Woche, wo ich nicht mehr arbeiten kann. Wir fahren nachher auch zum Laden, also weil Bernd darf ja heute wieder arbeiten. Er darf heute wieder öffnen. Und dann zeige ich euch, was wir da für eine Konstruktion gebaut haben als Spuckschutz zur Vermeidung der Verbreitung der Anhechelung. Der Anhechelung, genau, unsere Konstruktion. Fürs Nagelstudio habe ich ja auch schon was, das zeige ich euch nachher alles. Jetzt geht es erstmal zur Polizei. So, ich bin fertig mit der Befragung und es hat jetzt wirklich 40 Minuten gedauert, als wir den Brief bekommen haben. Der war halt nur ein Brief an mich gerichtet und da stand dann halt drin, dass mein Mann 45 Minuten nach mir dran sein soll und dass ich ihm Bescheid sagen soll. Also wir haben nicht zwei Briefe bekommen, sondern das war jetzt nur ein Brief. Und da habe ich mir noch gedacht, was denn so lange dauern soll, weil man erzählt halt die Geschichte, ne? Und da habe ich gedacht, da brauche ich 5 Minuten für und dann ist das Ganze gegessen. Von wegen. Also es hat jetzt, wie gesagt, 40 Minuten gedauert. Sie hat noch sehr viele Fragen gestellt, die Polizistin. Und die waren sehr nett, aber ich war total aufgeregt. Also am Anfang war ich total gelassen, aber als ich dann halt da drin war und die Geschichte nochmal erzählt habe, ihr wisst, an dem Abend, als es passiert ist, da hatte ich auch noch eine Panikattacke, als wir hinterher einkaufen waren. Ich war richtig fertig und dann habe ich das sehr gut verdrängen können anscheinend. Denn als ich das gerade da drin wieder erzählt habe, da habe ich wieder hier dieses beklemmende Gefühl gehabt. Das kam alles so wieder zurück und ich habe mich nicht gut gefühlt dabei. Das war sehr doof und unangenehm, nochmal das zu erzählen. Gerade vor allem die Stelle, als sie uns mit dem Messer bedroht haben. Und ja, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Die Polizistin hat auch gesagt, dass der Erfahrung nach das zu nichts führt. Da ich, sie hat gefragt, ob ich Fotos sehen möchte. Sie wird dann alle Details, die ich hatte, eingeben. Und zum Beispiel würden dann ungefähr 100 Bilder rauskommen, ob ich die sehen möchte. Ob ich sicher und klar erkennen könnte jemanden. Und da habe ich gesagt, ich könnte nicht zu 100% sagen, der war das. Dafür ist das alles schon zu verschwommen. Ich war so unter Adrenalin an dem Abend und so
voller Angst. Ich habe richtig gezittert. Klar habe ich noch diese so paar Details im Kopf, wie die aussahen, aber ich könnte niemanden zu 100% jetzt hier beschuldigen, der war das und der kriegt dann nachher Probleme und dann war der das doch gar nicht. Also das will ich nicht machen und deswegen habe ich gesagt, ich gucke mir gar keine Bilder an. Die hat auch gesagt, das bringt dann nichts, wenn sie nicht wirklich sagen, ich habe mir den so eingeprägt, der ist richtig eingebrannt durch dieses Ereignis in meinem Gesicht, bringt das nichts. Ja, jetzt ist Bernd noch oben. Und wird dann noch befragt. Und ich bin im falschen Eingang auch noch reingegangen. Wir wussten halt nicht, wo das ist. Das ist hier nicht in unserer Stadt. Und dann war hinten halt die ganzen Polizeiautos. Und dann haben wir gesagt, naja, da wird dann halt auch die Polizei sein. Und war sie ja dann auch. Aber ich bin halt den Hintereingang reingegangen. Und stand dann halt bei der Frau im Zimmer. Also ich hatte halt die Zimmernummer. Und sie so, ich wurde gar nicht angerufen, wo kommen Sie denn jetzt her? Und normal hätte ich einen Mundschutz tragen müssen und so. Aber da ich halt hinten rumgekommen bin, hat sie mich dann halt so drangenommen, ohne Mundschutz. Und hat mich dann richtig rum rausgebracht. Und dann habe ich Bernd angerufen, dass der kommen soll. Und der konnte dann Mundschutz und so anziehen. Sie hat dann auch unten gewartet und hat ihn mitgenommen, weil ja unten alles abgeschlossen ist und man da nicht einfach rein kann. Ja, jetzt tief durchatmen, das alles wieder vergessen und das wird eh zu nichts bringen, weil wir haben die halt auch noch nie gesehen, die Männer und vorher und wir haben die auch nachher nie wieder gesehen. Aber ja, ich habe mich auch entschuldigt bei ihr, dass sie da jetzt so viel Arbeit hat für nichts. Aber ja, was soll man machen, ne? Alles doof gelaufen. Zum Glück ist uns nichts passiert. Die haben das Messer nicht benutzt, zum Glück. Jetzt müssen wir wieder nach vorne schauen, an was Positives denken. Wir dürfen gleich unseren Laden eröffnen. Das ist wunderbar. Wir fahren gleich los, sobald der Bernd halt wieder hier ist. Und dann zeige ich euch, was wir gebaut haben bei uns auf der Arbeit. So, wir sind jetzt schon etwas länger im Laden. Wir hatten einen kleinen Ansturm, deswegen melde ich mich jetzt erst wieder. Also, das ist hier unsere Konstruktion. Wir haben hier diese Barhocker andersrum vorgestellt, damit man halt so ein bisschen Abstand hat. Und dann haben wir hier einfach ja so Holzleisten mit Winkeln festgemacht und diese Plexiglasscheibe davor. Man sieht die, glaube ich, gar nicht, ne? Jetzt sieht man die. Ja, und einmal dann hier die Bank. Die ist jetzt nur auf, weil Smurfy hier auch rumrennt, dass er hier durch kann. Aber nachher ist die halt hier zu. Dass hier keine Kunden im Raum rumlaufen groß, dass die halt wirklich sich hier vorstellen. Und ja, hier geht es ja dann auch zum Nagelstudio. Hier muss ja jetzt eh keiner rein. Ich habe ja noch zu. Hier ist dann meine Konstruktion. Hier unten ist auch etwas Platz, damit die Kunden halt ihre Hände dadurch machen können. Rechts und links noch in die Lämpchen rein können. Und ich habe es dann sehr viel höher bis da oben. Weil meine Kunden halt, wenn die reinkommen, dann stehen die erst und am Ende auch, wenn bezahlt wird, dann stehen die auch. Normalerweise wird dort hinten bezahlt und Termine vereinbart und sowas alles hier im Stehen. Das mache ich dann jetzt alles hier demnächst, damit ich hier, ich und die Kunden gesichert sind. Ja, ich gehe jetzt mal nach hinten, werde ein bisschen Kaffee kochen. Das Wasser kocht. Nicht für die Kunden. Für die Kunden gibt es ja zurzeit leider keinen Kaffee. Das dürfen wir ja nicht. Also man darf halt, ja, wisst ihr ja selber, nicht hier sich groß aufhalten und Kaffeeklatsch machen und so. Aber mein Kaffeepulver ist alle. Ich habe was gemacht. Ich war mit Smurfy auf der Hundewiese. Die ist nämlich auch auf wieder. Also heute öffnet ja alles, oder nicht alles, aber vieles wieder. Und das war so schön. Der ist so gerannt und hat so viel getobt und hat so viel Spaß gehabt. Und ich glaube, jetzt ist er echt müde. Jetzt fahre ich nach Hause. Ich wollte nämlich heute ein Video für euch drehen. Und zwar, wie es aussieht mit dem Haus in Ungarn. Das werde ich gleich mal machen. Und ja, bis gleich. So, hier habe ich jetzt das Video gedreht. Für Ungarn, also Auswandern Ungarn. Was ja jetzt auch hier auf dem Kanal kommt. Und da gebe ich dann auch noch mal ein paar Informationen, warum das jetzt hier ein Vlogging-Kanal ist und nicht mehr Auswandern Kanal. Jetzt fällt mir ein, ich habe was vergessen zu sagen in dem Video.
Ich wollte das nochmal versuchen hier mit so einem Avocado-Kern. Das habe ich ja letztes Jahr schon mal versucht. Ja, habe ich gestern mal im Wasser gestellt und dann mal schauen, ob es dieses Mal was wird. Also letztes Mal ist tatsächlich hier was rausgewachsen, aber dann ist es doch irgendwann abgestorben. Also ja, neuer Versuch, neues Glück. Hier sind die Pilze drunter. Die habe ich euch gezeigt, die wir versuchen zu sehen oder zu züchten. Und da sieht man, da ist dieser Schimmel, den man braucht, dass es ja was wird. Es ist leicht feucht, wie es sein soll, aber es wird wohl noch etwas dauern. Und hier seht ihr unsere Liste, die wir immer sonntags schreiben, unsere Einkaufsliste und halt, was es diese Woche zu essen gibt. Heute ist Montag und es ist nur ein Tag drin. Wir haben nämlich gestern den ganzen Tag irgendwie im Garten verbracht. Bernd hat noch die ganzen Saatzwiebeln oder Setzzwiebeln, nicht Zwiebeln, Kartoffeln eingepflanzt. Wir hatten ja 10 Kilo bestellt und ja, die sind jetzt in der Erde. Aber ja, das ist halt total auf der Strecke geblieben. Und jetzt muss ich mir Gedanken machen dazu, was ich heute kochen soll. Heute wollte ich eigentlich nicht mehr einkaufen gehen, weil wir jetzt schon mittags haben. Und dann ist bestimmt viel los. Wenn, dann würde ich morgen ganz früh gehen. Aber morgen wollten wir auch in den Mediamarkt, weil Bernd sich ja das neue Handy holen wollte. Ach, ich gehe nicht mehr arbeiten und habe so viel Zeit und trotzdem hat man keine Zeit. Das ist Wahnsinn. Ja, ich gucke jetzt mal, was ich aus dem zaubern kann heute Abend, was wir hier haben. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall Kartoffeln. Die sind hier. Oh, da muss ich auch mal wieder aussaugen, hier unsere Schublade. Ja, Kartoffeln haben wir und die müssten auch mal so langsam weg. Da bieten sich ja quasi Bratkartoffeln an. Was haben wir hier noch? Oh, wir haben noch den Bohnensalat von vorgestern. Bratkartoffeln, Bohnensalat. Das hört sich ja schon mal gut an. Ich glaube, wir haben noch irgendwelche Schnitzel. Hier, die hatte der Bernd nämlich, der war letzte Woche im Kaufland, da hat er die mitgebracht. Die Like Meat Bratwürstchen wollte er probieren. Dann kann er das ja heute machen. Ja, aber fehlt mir noch irgendwie noch ein Gemüse dabei. Hätte ich noch den aus dem Glas? Oder haben wir, glaube ich, da noch Tiefkühlspargel? Ja, hier Blumenkohl. Dann mache ich so eine braune Soße dabei. Also Kartoffeln, Blumenkohl, Bratwurst und Bohnensalat gibt es heute. Ich habe jetzt hier die Liste fertig. Also heute gibt es das, was ich euch erzählt habe. Bratkartoffeln mit Bohnensalat. Morgen gibt es serbische Bohnensuppe. Die habe ich ja noch eingefroren von letzter Woche. Mittwoch gibt es Jovic-Reis mit Tzatziki und gemischtem Salat. Donnerstag grillen wir dann, Freitag auch, weil das sollen die wärmsten Tage dieser Woche werden. Und Samstag gibt es Brokkoli-Curry und Sonntag auch. Und das ist alles, was wir brauchen. Das hat sich nicht verändert, weil wir alles haben, außer, sorry, Tiefkühlbrokkoli. TK Brokkoli für das Brokkoli-Curry. Und ich mache jetzt hier das Video fertig, Auswandern Ungarn-Gedöns. Das schneide ich schon mal und lade es hoch. Hier in dieses kleine Loch ist gerade eine Biene reingeflogen. Ich muss hier unbedingt mal ein Insektenhotel aufstellen bei uns auf dem Balkon. Also wenn ihr da Empfehlungen habt. Am besten etwas, was ich bei Amazon bestellen kann. Ein schönes Insektenhotel. Da wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir da was in die Kommentare schreiben könntet oder dann verlinken könntet. Ein Insektenhotel, wo die Bienen auch wirklich reingehen. Weil ich hatte eins mal gekauft für jemanden und da gehen keine Bienen rein. Obwohl das so richtig, ich glaube Richtung Süden oder so muss das hängen und so. Da geht nichts rein. Und ich würde halt gerne wirklich denen was bieten, wo sie auch wirklich reingehen. Ja, okay. Wir verbringen jetzt den Rest des Nachmittags draußen. Kochen werde ich nachher. Und heute Abend muss ich auch Bernd abholen von der Arbeit, da wir zusammen zur Arbeit gefahren sind heute, da wir erst bei der Polizei waren. Und da, ja, sind wir mit einem Auto gefahren. So, ich habe dein
Messer mitgebracht zum Schnitzen. Und dein Handy, ja. Und der Smurfy ist immer noch müde von der Hundewiese. Der ist richtig ausgepowert heute, ne? Das tat mal richtig gut, Smurfy, was? Ja. Ich fange jetzt schon mal an, hier das Essen vorzubereiten, bevor ich gleich den Bernd von der Arbeit abhole. Weil der hat heute Abend auch noch was am Computer zu tun. Und dann schaffen wir das nachher nicht zu essen. Er hat dann einen Termin ja, online oder wie auch immer ich das nennen soll. Und deswegen müssen wir pünktlich Abend essen. Da ich ihn ja noch abholen muss, ja, ist es alles etwas zeitlich limitiert heute. Wie auch immer. Ja. Ich suche dieses, was man so, hier, Pflanzencreme habe ich gesucht. Die alte, die andere war alle. Und ich hatte extra schon eine neue mitgebracht, weil ich ja die Bratwürstchen von Like Meat heute machen wollte. Und schaut mal, die sehen nicht so lecker aus, finde ich. Die von Beyond Meat, finde ich persönlich, sehen wesentlich besser aus. Ich habe euch jetzt einfach mal auf die Dunstabzugshaube gestellt. So. Zack. Muss ich auch anmachen, ne? So, Blumenkohl, Kartoffeln, Würstchen. Und dann habe ich überlegt, die Soße mache ich gleich da rein. Erst wollte ich die separat kochen. Das wird nämlich diese hier von Knorr, einfach eine Fertigsoße. Aber ich habe überlegt, die mache ich dann mit den Würstchen zusammen. Dann brauche ich den Topf nicht wieder spülen. Oder die Spülmaschine. So, es ist fertig. Die Soße sah gerade noch leckerer aus. Ich habe da ein Päckchen die Sahne, Schlagfix-Sahne reingemacht. Und ja, eine schöne cremige Sahnesoße ist dabei rausgekommen. Die hat jetzt allerdings so eine Haut gebildet und deswegen sieht sie so unlecker aus. Das wollte ich damit sagen. Und Kartoffeln sind fertig, der Blumenkohl ist fertig und hier ist der Bohnensalat mit Omas Dressing, Sahnedressing mit Essigessenz und Zucker und Zwiebeln. Der zu empfehlen. Mach das mal nach. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, den Bernd abzuholen. So, meine Lieben. Der Vlog ist vorbei. Der Tag ist vorbei. Ich schmink mich ab. Ihr dürft mich zuschauen. Ja, Bernd erledigt gerade seinen Termin online. Und ich war jetzt schon alleine mit Calvino und Smurfy spazieren, die Abendrunde. Natürlich wieder die andere Route, nicht da, wo wir einmal mit dem Messer bedroht wurden, weswegen wir heute bei der Polizei waren. Und ich mache es mir gleich schön auf dem Sofa gemütlich. Morgen früh kann ich zur Schule von Calvino. Da haben die Lehrer so Sachen bereitgestellt oder ausgearbeitet oder wie auch immer für die Kinder zum Lernen, weil ja jetzt noch 2 Wochen Homeschooling ist. Und ich finde das ehrlich gesagt richtig toll, dieses Homeschooling. Da könnte ich mich echt dran gewöhnen. Natürlich muss man dafür die Zeit haben. Aber viele machen das ja auch, ne? Dass sie dann, ja, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, eine Weltreise machen oder so und dann Homeschooling machen. Da muss man, glaube ich, einmal im Jahr zu den Prüfungen, um zu sehen, ob die Kinder wirklich genug gelernt haben. Wann gibt es denn dann wieder einen Vlog? Ich glaube, erst nächste Woche. Mal schauen. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.